So, wir sind wieder da mit der Mission Gefährliche Aktien. Der Dilophosaurus hat gerade zu 52%. Traue ich noch nicht ganz, dass ich den freilasse. Aber wir können das Genom schon mal bearbeiten mit guter Verdauung. Boah, 48.000 Gewinn pro Minute, das ist sehr schön. Bestätige Aufgabe. So. Unser Grabungsteam kehrt zurück. Wundervoll. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Ich mag es nicht, wenn der Strom ausfällt. Ich glaube, das war keiner. Prozent, das ist aber noch nicht genug. Damit dürfen wir sich zufrieden geben. Kümmere mich um Futterstation. Sind sie wieder da und dann können wir sie gleich wieder losschicken. Das ist so ein bisschen die Dauerschleife. Aber wenn das halt, wenn du halt einfach nur einen Squad hier machst, ist das einfach nervig. Ist einfach so. Verstanden. Wenn wir das jetzt haben sollten, sollten wir es machen können, glaube ich. Sollte schon irgendwie gehen. Bis 3 plus 3%, komm, drück noch ein bisschen, plus 4. 70%. Ja. Wir müssen es jetzt einfach machen. Dem Null gehen bitte. Muss jetzt einfach klappen. Es muss jetzt einfach klappen. Ich will diese Missionen heute noch fertig kriegen, sodass wir dann in Folge 19 und 20, also 19 schon mal rüberfliegen und 20 dann nochmal kurz zurückkommen und ab 21 wieder drüben sind.
Wie lange lebst du denn noch? Du bist der zweite, ich vor dem ersten gestorben. Das verwundert mich. Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Auch wenn sie dann zu töten beginnen. Denn das ist ihre Natur. Wenn Owen das sagt, wird es schon so stimmen. Oh Mann, mach hin jetzt, brüt aus. Ich will gefährliche Aktien fertig bringen, die Mission hier. Heute noch, nicht erst morgen. Prozent 72. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Aus. Gute Arbeit. Ich denke, wir beginnen einander zu verstehen. Ich war hierbei etwas unsicher, aber Sie haben mich überzeugt. Dieser Dino, der Dilophosaurus, hatte kein nach vorne gerichtetes Augenpaar wie fast alle Fleischfresser. Stattdessen verließ er sich bei der Jagd auf seinen Geruchssinn, so wie die meisten heutigen Fleischfresser. Wir müssen die Zahlen verbessern, ihnen geben, was sie wollen. Quantität und Qualität. Vor allem Quantität. Verdammt, wir haben ein Problem. Das Stromnetz der Insel ist außer Betrieb. Jetzt gilt's. Okay, wir aktivieren das Notfallprotokoll und sorgen für die Sicherheit der Gäste. Verstanden? Hoffentlich. Lambert hier. Sieht so aus, als wäre die Krise Menschenwerk. Sabotage? Offenbar. Fällt Ihnen jemand ein? Feinde, Rivalen, Neider. Die Liste ist endlos. Allerdings. Ich schau mal, was ich finde. Lambert Ende. Komm mal. Oh,
Mal das Stromnetz da hinten wieder hoch. Bestätigt. Ja, schon 477.000. Drei Minuten lang muss es noch halten. Das Gehege. Sabotage beseitigt. Sehr schön. Isla Muerta hat sich ganz schön entwickelt, seitdem wir hier ankamen. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, aber es ist hier mit dieser Sabotage gerade alles los. So, 2:09 noch. Alles läuft nach Plan. Fehlt sogar irgendwas nicht. Das ist so perfekt. Ich will auch nichts. Wunderbar perfekt. Eine Minute noch, dann hätten wir die Mission geschafft. Letzte Mission, die dann vor der Tür steht, ist das Kampfding. Und das Kampfding ist echt nicht easy. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Ihnen beim Arbeiten zuzusehen, das nenne ich Unterhaltung. So, wir haben das Innovationszentrum doch schon. Bleib fern vom Zaun. Sieht ja mega witzig aus, wie er da so rumstolziert. So, eine Sekunde. Zack. Eingehen, übertragen. Jawoll. Wie Sie sich vorstellen können, haben wir viele Feinde. Leute, Firmen, Organisationen. Sie schrecken vor nichts zurück, um an unser Wissen und unsere Technologie zu kommen. Wissen Sie, nicht jeder mag mich. Manche sagen, ich wäre kalt und humorlos. Aber die wissen nicht, was ich weiß. Was Dr. Wu weiß, interessiert mich nicht. Aber was er mit diesem Wissen vorhat, das bereitet mir Sorgen. So. Und die nächste Mission, die ist jetzt wesentlich schwerer. Ausruhen Pfeile zusammen in einem Gehege unterbringen. Dilophosaurus Velociraptor.
Lust auf die Herausforderung. Gut, gut. Diese Aufgabe wird Ihre Fähigkeiten und Ihren Willen testen. Wir erzeugen ein Szenario, in dem wir Dinosaurier gegeneinander antreten lassen. Echter Kampf, wie in der Natur. Der Stärkere überlebt. Schritt 1. Konstruieren oder modifizieren Sie ein Gehege für die Ausrichtung von Dinosaurierkämpfen. Sie müssen die Dinos in diesem Gehege ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Überschreiten wir hier eine rote Linie? Es fühlt sich nämlich so an. Wir schaffen Rahmenbedingungen, um die Tiere gegeneinander antreten zu lassen, ihren urtümlichen Jagd- und Tötungsinstinkt auszunutzen, Ja, warum eigentlich? Verstanden. Füge Aufgabe hinzu. Raptoren haben einen schlechten Ruf, weil niemand versteht, dass sie Alpha-Raubtiere sind. Unser Job ist es ihnen, den Raptoren zu zeigen, dass wir ebenfalls Alpha-Raubtiere sind. Keine Chance, was wir das schaffen wir wieder nicht, weil ich ganz genau weiß, dass da was passiert. Das ist das Problem. Produkt muss eingesammelt werden. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Wie macht denn die Lophosaurus noch voll? Sind schon Kingsaurus auch. Zuerst müssen wir jetzt hier testen. Wer der Stärkere der beiden ist. Normal gewinnt immer der Raptor. So war es bisher immer bei mir. Beginne Produkttransport. Das dauert nicht lang, bis sie sich hinter dich sehen. Darauf haben wir hingearbeitet. Lassen wir sie kämpfen. Wir sollten ab jetzt den nötigen Sicherheitsabstand einhalten. Meine Leute sind in Position und beobachten die Situation. Sie meinen wohl das Gemetzel? Sie glauben an die Natur, Dr. Malcolm. Wir stellen sie hier nur nach. Nein, sie manipulieren sie. Niemand weiß, was dabei herauskommen wird. Ich dachte, Sie schätzen das Unbekannte, Dr. Malcolm. Fahren Sie mit dem Test fort. Und der Dilophosaurus hat verloren. Thank you.
Dr. Wus Beobachter müssen den Sieger untersuchen. Sorgen wir für ihre Sicherheit. Oh, ich bin froh, dass ich das nicht mit ansehen musste. Blutige Sache, stimmt's? Hä? Klauen, Zähne und Gebrüll sind nicht so mein Ding. Sie geben wohl wirklich nie auf. Wir bräuchten mehrere wie Sie. Chers visiteurs, par mesure de précaution et pour votre sécurité. Bestätige Anfrage für Reparaturtruppen. Kannst du das entweder kalt machen? Wird uns noch öfters Probleme bereiten. Nachschubanfrage erhalten. Du warst zumindest bisher immer. Lass mal Foto machen. Produkttransport wird durchgeführt. Nein, haben wir schon. Ich würde gerne den Dilophosaurus alleine 200% erstmal haben, bevor wir uns um die anderen Saurier kümmern. Jetzt sind andere 46%. Gut, den machen wir hier noch fertig, den anderen Saurier. Transport abgeschlossen. Stimmt, steigt sofort an. Ist das, wie sie im Auto halten? Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern.
Ursprünglich hat mich nur das Geld interessiert. Aber dann sah ich, welche Magie hier am Werk ist. Der Wert dieser Tiere geht über das Finanzielle hinaus. Ach so, keine Rolle. Reagiere auf Reparaturanfrage. Es sind mehrere draußen. Ja. Kommt auf die Liste. Du bist ein schlauer Raptor. Sammle Produkt ein. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Kümmere mich um Futterstationen. Okay, das ist nicht. Aufgabe erhalten. Reagiere auf Nachschubanfrage. Die bricht uns auch 100%, also der Raptor bricht uns eh nochmal aus. Saurier haben, die immer das machen, was man ihnen sagt. Immer. Nie anzweifeln. Kommt auf die Liste. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich zu Ihrer eigenen. Sturm waren wir jetzt gar nicht, brauchen wir halt auch noch, weißt du? Und ab zum Zaun. Der Stromausfall, das ist so schlimm. Schlimm ist, dass die Raptoren wieder frei sind. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Oh.
Anfrage bestätigt. Was machst du denn jetzt da draußen? Beginne Produkttransport. Ну, не даем долго лет. Меры предосторожности и для вашей безопасности просим пройти к ближайшему убежищу. Und sie sind raus, und zwar alle drei. Anfrage zur Produktabholung. Aufgabe erhalten. Transportiere Produkt. Reparaturtrupp unterwegs. Ja, ich krieg den anderen nicht down. Oh Mann, ist das jetzt echt ein Ernst? Das ist echt nervig. Produkt wurde transportiert. Zustellung wurde abgeschlossen. Einverstanden. Die unter anderem umbringen, ist mir das egal, aber du musst auf Teufel komm raus überleben. Bestätige Aufgabe. Hole Produkt ab. Hä? Die Schutzräume sind offen und alle laufen draußen rum. Ist tot. Wir haben es abgeschlossen, wirklich. Ich habe jetzt alle miteinander querbeet kämpfen ablassen. Lol. Naja, es war nicht schön anzusehen, aber Dr. Wu und seine Wissenschaftler haben die Daten, die sie wollten. Also, gut gemacht. Und danken Sie Gott, dass wir hier kein Chaos beseitigen müssen. Lambert Ende. Ich verstehe nicht, was die in ihren Anlagen machen. Sie haben mit Sicherheit genug Daten von den letzten abnormalen Ereignissen auf den Inseln, um zu wissen, wie Dinos kämpfen und sich gegenseitig töten. Und uns. Die haben noch was anderes vor. Ich werde der Sache nachgehen. So, das finde ich, ich bin gerade selber hier überfordert. So, wir haben hier drei. Einer rennt noch rum, wir haben zwei, die Dilophosaurus noch rumrennen. Ja, noch zwei Dilophosaurus, also.
Sicht mir mal kurz den dritten. Komplett irre. Komplett irre, was hier abgeht. Transport hat begonnen. Verstanden. Unterwegs zur Futterstation. Produkt muss eingesammelt werden. Anfrage bestätigt. Gott im Himmel. Produkt wird eingesammelt. Produkt unterwegs. Warum kümmert sich niemand um diesen Kackraptor, der da noch rumläuft? Produkt wird transportiert. Vollkommener Scheiß hier jetzt ist. Füge Aufgabe hinzu. Jetzt ist hier völlig durchdreh angesagt. Ich mache das jetzt noch in dieser Folge schon fertig. Beendet. Alter. Völlig gaga hier, was jetzt los ist. Bin gerade völlig sprachlos. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Aufgabe erhalten. Füge Aufgabe hinzu. Liebe Gäste. Hilfe. Hilfe. Einfach nur raus hier. Sieht doch was aus. Mir habt ihr eine Absicht, die vier beruhigen sich jetzt. Noch alle ruhig. Produkt zugestellt. Und dann jetzt einen neuen Zaun, und zwar schwer elektrisch. Okay. Kommt auf die Liste.
Das alles ganz. Das auch alles super. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft gerade. Puh. Ja gut, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao. Mit V aus dem Dino Park.